ich kann es ja nicht sehen. Also verstehe mich nicht falsch. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass du rumgestanden hast oder so, ne? Sondern ich kann es ja einfach nur nicht sehen. Und das ist halt auch für mich irgendwie vollkommen ungewohnt. Ja, aber genau das habe ich gemacht. Ich habe rumgestanden und habe dich zugeguckt. Ich werde sehen, ne? Also. Ja, die meiste Zeit habe ich halt vom Großen gelernt, ne? Vom großen Tagun habe ich da so ein bisschen gelernt. Ja, so groß ist der Tagun gar nicht, glaub mal. Naja, also du hörst dich auf jeden Fall größer an als 1,65. Ja, kommt hin. Siehst du? Das habe ich mir gedacht. In meiner Hütte ist irgendwie ganz schön dunkel. Hier ist überall ganz schön dunkel. Ja, nochmal. Ach so, nee, ich weiß gar nicht, wo bist du denn jetzt? Bist du da ganz hinten? Also sehen tue ich dich noch. Ich bin gerade mal auf dem Rückweg. Fackeln hat er noch 19 gerade dabei. Ja, genau. Ich bräuchte nämlich mal ein bisschen Kohle. Und hier ist auch Kohle bis zum Abwinken. Also, ja? Hör mal, wie du immer so schön sagst. Hör mal. Komm mal her. Ja. Das ist doch auch aus irgendeinem Film, wenn ich mich... Hör mal? Weiß ich gar nicht. Das ist Hör mal. Ich habe das mal übernommen. Das ist das, was ich ja auch schon mehrfach... Ach, du... in der Kiste. Guck mal in die Kiste rein, wo die Kohle her hattest. Was fällt dir auf? Bei der Kohle? Das ist ganz normale Kohle. Aber ich meine, ich hätte die eben gerade in mein Inventar gepackt und auf einmal war sie weg. Ja, und was fällt dir in der Kiste noch so auf? Eigentlich nichts. Nichts? Da ist eine Spitzhacke drin, ne? Ja, und eine Schaufel. Guck mal, wie die Spitzhacke heißt. Oh, Silk Touch. Hab ich sie doch nicht. Also. Sehr schön. Schönes Ding. Sehr schön. Ne, so muss das sein. Ja, mir erstmal die Schuhe. Sehr schön. Ja, gut, okay. Hätten wir das auch geklärt. Wie viel hast du denn da rausgekriegt eigentlich du den Glowstone platt gehauen hast? Hast du mehr rausgekriegt oder weniger? Oder gleich viel? Ich würde sagen, ich habe ein bisschen mehr rausbekommen. Na, dann hat sich das ja sogar noch gelohnt. 74, 78. Ja, 78. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele Glowstones ich gesetzt habe. Müsste ich mal in eine alte Folge reingucken. Aber ich werde die ganzen Dinger mal hier... In Glowstones. Immer noch geht das hier anders. So, 16 Glowstones. 16. Und dann 19 Glowstones und 2 mal Dust. Ich weiß nicht, ist das zu viel Beleuchtung? Ich bin wieder ganz schön rumgearst mit den Fackeln. Ach, das geht doch. Das geht doch. Du kennst das doch schon von mir bestimmt mit dem Fackelwahn. Das habe ich ja auch von einem Let's Player übernommen. Ach, und hast du mal geguckt hier, die Falltüren, die sind jetzt alle wieder schön oben, ne? Ja, ja, die fahren dann automatisch wieder mit hoch. Das ist großartig. Auf jeden Fall, das ist eine super Idee. Innovativ möchte ich auch bald sagen. Ja, na gut, okay, der Weg, der müsste vielleicht ein Tucken breiter sein. Dann wäre das, glaube ich, noch cooler. Da könnte man ja mal, wenn ich mir die Welt dann nach dieser Folge runterlade und auf meinen Webspace zur Sicherheit hochlade, dann werde ich die Folge doch mal kurz im Singleplayer oder die Welt mal kurz im Singleplayer mir anschauen und werde mal gucken, ob man da nicht irgendwas machen kann. Ja, wie es besser aussieht. Danach würde ich das einfach entscheiden. Wie machst du das eigentlich, wenn du jetzt irgendwie eine Folge in Planung hast oder irgendein neues Projekt oder so? Gehst du dann in den Creative-Modus und baust erstmal fröhlich drauf los oder guckst du erstmal, ob du überhaupt genug Ressourcen vor Ort hast? Wie ist das bei dir? Also neue Projekte fange ich meistens einfach erstmal blind an. Da wird erstmal munter lustig drauf losgebaut und die Ressourcen, ja, irgendwie kriege ich die schon. Also ist ja bei mir jetzt in der Welt nicht so, ist ja nicht so... Da? Ah, Creeper und ein brennender Zombie und seit der... Ja, ich sehe es gerade. Ich kann nicht von hier oben schön beobachten. Seit der Version 1.5 ist das doch so, dass wenn ein Mob in Flammen steht, dass er dich dann auch in Flammen setzen kann. Das wollten die das nicht erst in der neuen Version mit reinbringen? Also 1.6 oder irgendwie sowas? Also ich habe eben schön gebrannt. Ja. Ach so, gut, okay, dann funktioniert das schon. Auch nicht schlecht. Ja, also du baust einfach erstmal munter drauf los und irgendwie wechselst nicht so den Game-Mode oder so. Nee.
Nee, das okay. ist bei den Unterwassertunneln, da habe ich erstmal Probe gebaut, wie baue ich die am besten, aber das war auch nur ein kurzes Stück. Und dann der Rest hat sich ja dann mehr oder weniger so von selber ergeben, weil das ist ja dann, die Meere, die sind ja nicht mehr so tief, wie sie früher mal waren. Wo du dann Plattformen hattest, wo du dann auch Wasser drunter hattest, unter dem Tunnel, aber das ist ja alles gar nicht mehr. In der Hinsicht hast du das ja gar nicht mehr. Nee, und das finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen schade. Ja, schade ist es schon, aber irgendwie, naja gut, also... Also die Meere waren auf jeden Fall interessanter, sage ich einfach mal. Also Unterwasserwelt finde ich zum Beispiel, das ist auch so ein Ding, das geht eigentlich gar nicht, dass die noch so wirklich sträflich vernachlässigt wird. Ja. Also da muss unbedingt irgendwas kommen und wenn es nur kleine Fischchen sind, die irgendwo rumschwimmen oder so, aber ich finde, was gehört mit dazu? Ja, vor allem so kleine Fischchen, ich meine, das würde dann ja auch so ein Aquarium oder so, das würde das dann ja auch mal für uns Spieler ermöglichen. Ja, also ganz, ganz andere Möglichkeiten, ne? Also das ist dann schon irgendwie cooler, ne? Richtig. So, ich spiele hier schon wieder mit Beleuchtung rum. Ich mache hier schon wieder so versteckte Beleuchtung, wie da oben. Nur, dass mir hier im Tunnel nicht so viel rumspawnt und dass das halt so ein bisschen Ambiente ist, ne? Man könnte hier unten auch wunderbar vielleicht ein paar Glowstones einbauen und verstecken. Aber das müsste ich testen, ob das so hinhaut. So. Ja, Mensch, also deine Tunnel, hattest du da eigentlich so im Vorfeld irgendwie Befürchtungen, dass du dadurch diese Arbeit, die da ja hintersteckt, irgendwie Abonnenten verlieren kannst, weil die wirklich dann sagen so, oh nee, Tagun, jetzt ist aber echt Feierabend? Dadurch nicht. Also ich habe gemerkt, Leute sind eher beleidigt, wenn ich es offscreen mache. Ja, das stimmt, das war ich auch. Weil die möchten das halt einfach auch sehen. Auch wenn nicht viel passiert, ne? Weil das ist ja jetzt, also da müssen wir mal ganz einfach ehrlich sein, es ist wirklich nicht die spannendste Art und Weise, ne? Also da irgendwie was zu bauen. Deswegen versuche ich ja in letzter Zeit dann auch halt andere Sachen anzugehen, wie jetzt zum Beispiel die Schleusentür dann mal wieder mit ein paar Folgen mit reinzubringen und dann halt wieder ganz normal da weiterzubauen. Einfach damit ein bisschen Abwechslung drin ist, damit es nicht ganz so langweilig wird. Aber die Leute, die wollen das eigentlich so meiner Erfahrung nach, wollen die das wirklich sehen. Ja, ich war auch einer von denen, die gebrüllt haben, wie du machst das nochmal offscreen. Ja, das war ja irgendwie, ich hab der die Mobfalle, ne? Also die habe ich ja komplett offscreen habe ich die ja gebaut, aber das war auch nicht so, dass ich die reingecheatet habe. Also wie gesagt, ich habe die wirklich richtig in Handarbeit habe ich die gebaut und ja. Das war, um ehrlich zu sein, eine der ersten Sachen, die ich beim Download der Welt, als die Mobfalle drin war, das war eine der ersten Sachen, die ich überprüft habe. Ob die, weil man kann es ja sehen, wenn man sich so ein bisschen auskennt mit Minecraft. Und du weißt ja selber, du kannst nicht immer alles verstecken vor den Zuschauern. Nö, aber ich habe wenigstens noch die Testspawner vorher rausgenommen. Ah, wieso habe ich denn hier ein Skelett in meinem Haus? Ach so, ich sollte mir vielleicht Türen anschaffen und gleich zwei. Oh. Ja gut, das war dann aber auch wirklich ein guter Schachzug, dass du die vorher rausgenommen hast. Nee, ja, zum Testen musste ich ja. Ich musste ja gucken, wie das mit dem Wasserfluss ist und ob die Mobs da auch richtig links und rechts reingeschoben werden. Das ist klar, ne? Und ja. Ich hatte den Mob-Tower, den habe ich allerdings, das muss ich wirklich sagen, ich habe den komplett mit MC-Edit reinkopiert. Ich habe den nämlich in einer Testwelt gebaut. Ja, das hattest du auch irgendwann mal, glaube ich, so gesagt. Er ist zwar komplett von Hand gebaut, aber wie gesagt, nicht in der Welt. Und ich habe es dann einfach nur mit MC-Edit der Einfachheit halt halber, habe ich es reinkopiert, weil das war wegen der Schaltung. Ich habe das dann nicht mehr hingekriegt. Ich habe das da vorne, wo man auf den Leuchtturm gucken kann, auf dem Gebiet habe ich das gebaut. Okay. Da habe ich das ich habe meine Welt genommen, habe die kopiert, habe da angefangen, das Ding zu bauen und habe den dann zum Schluss nur in die Super World reinkopiert. Die habe ich aber allerdings, wie gesagt, zwar offscreen, aber komplett von Hand ausgehoben. Ne? Das ist also, die Arbeit habe ich mir wirklich gemacht. Aber ich meine, ich finde das auf eine Art und Weise, finde ich das auch gut, dass du das offscreen gemacht hast. Denn wer dein Let's Play kennt, und ich hoffe mal, dass es jetzt auch ein paar mehr noch sind, die dein Let's Play jetzt kennen und schätzen, so wie ich es tue.
dann sieht man da auch, dass da wirklich krasse Arbeit hintersteckt. Weil so ein Ding, wissen ja meine Zuschauer auch, die haben ja auch die, den, denke ich mal, teilweise den Bau meiner Mobfalle verfolgt. Und so ein Ding ist nicht mal eben in 30 Minuten dahin geklatscht. Na, also, ja, aber manchmal habe ich so das Gefühl, einige Zuschauer erwarten das. Ja, ich meine, Zuschauer erwarten auch manchmal von Let's Playern, dass sie die absoluten Minecraft-Götter sind. Auf gar keinen Fall. Also mir unterlaufen auch Fehler. Also das ist ja nicht so, dass ich da völlig fehlerfrei bin. Also ja. um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Und wer ist da schon fehlerfrei? Nicht ein Mensch. Ja, also wer jetzt wirklich meint, er wäre absolut fehlerfrei, der möge jetzt den Arm heben. Ich denke mal, meiner bleibt da auch ganz stumpf unten. Muss man einfach auch so sehen. Das ist doch, keiner ist unfehlbar. Das ist doch totaler Blödsinn. Wer einem sowas erzählen will, dann weiß ich auch nicht. Da kann man denn nur so, ich sag mal, in unserem Alter steht man denn höchstens da und grinst. Ja. Ich bin aber auch allerdings ein Mensch, ich bin mir nicht zu böse und hab dann auch die Eier in der Hose und sage einfach, wenn ich Sachen nicht kann, ich kann das nicht. Und fange dann nicht erstmal an, irgendwas zu machen, bis ich es dann komplett kaputt gemacht habe oder irgendwie einen Riesen da reingebaut habe. Nee, ich bin dann, also ich weiß nicht, ob das eine Charakterstärke oder Schwäche ist, ich weiß es nicht. Aber wenn ich was partout nicht kann, dann sage ich ganz einfach auch, ich kann das nicht. Wo ich es komplett falsch oder komplett in den Sand setze. Das ist auch meine Meinung, also... Ja, ich kenne viele, da ist es das krasse Gegenteil. Und ja, da passieren echt die schlimmsten Sachen, ne? Ja, natürlich. Gerade dann. Ich meine, es gibt immer so diesen altbekannten Spruch, geht nicht, gibt es nicht. Oder kann ich nicht. Ne? Da denke ich dann immer so gerade jetzt an jemanden aus längst vergangenen Lehrtagen. Der hat dann auch immer gesagt, was heißt hier kann ich nicht, gibt es nicht. Ne? Ich habe dann aber auch immer gleich gesagt, wenn ich gesagt habe, ich kann es nicht, dann habe ich immer gesagt, ich möchte es aber gerne lernen. Kannst du mir das beibringen? Ja, und das ist ein Unterschied. Ne? Richtig. Also das ist nicht einfach nur sagen, kann ich nicht und dann weggehen und ja, dann da nicht weitermachen, sondern dann einfach auch, naja, das ist dieses berühmte sich Hilfe holen. Ne? Und das kann halt nicht jeder. Ja, das kommt noch hinzu. So, aber ich glaube, wir müssen das hier zumachen. Ich glaube, das... Also es gibt einige, die es können, aber wie gesagt, also ich empfinde das auch nicht als Charakterschwäche oder irgendwie sowas. Also das ist... Also für mich totaler Blödsinn. Oh, mir ist ein Bogen gedroppt. Schön. Packe ich auch mal mit in eine Kiste. Kannst du gerne machen. Kannst du aber auch gerne behalten. Ach so, die Geschichte. Ich muss auch mal sehen, dass ich mal einen Bogen irgendwann verzauber. Mensch, was hast du denn in deiner Let's Play-Welt auf dem Bogen? Unendlichkeit. Damit brauchst du, ne? Ja, dann brauchst du keine Pfeile mehr. Und Stärke 3 ist es. Oh, was bringt Stärke? Mehr Schaden oder wie? Mehr Schaden. Ah, okay. Das ist einfach nur mehr Schaden. Mit Stärke 4, ich glaube 5 ist das höchste. Ich bin mir da aber auch nicht so ganz sicher. Das habe ich letztens sogar noch im LP gefragt, ob das denn auch so hinkommt. Also mit Stärke 4 oder Stärke 5 pumpst du alles mit einem Schuss um. Okay. Das ist, ja, das ist mal, ja, dann soll also ich brauche für den Creeper exakt 2 Schüsse. Ja, das ist sauber. Dann ist er weg. Das ist gut. Glas bräuchte ich. Müsste in den Kisten drin sein. Ich bin nämlich gerade ein bisschen zu weit weg, um dir da gerade was ranzugeben. Denn blöd, sieht unsymmetrisch aus. Denn irgendwie bin ich gerade mit dem Wasserfluss hier nicht ganz zufrieden. Mein Haus sieht unsymmetrisch aus. Das geht ja gar nicht. Aber unsymmetrisch? Also ich meine, komm, wir wissen doch, es heißt doch eigentlich pupetrisch. Heißt das nicht asymmetrisch? Ja, eigentlich heißt es asymmetrisch. Pupetrisch kenne ich nicht. Das ist, weil den gucke ich nicht. Meine Frau hat mich auch gerade angeguckt, weil sie kannte das Let's Playen, bevor sie mich kennengelernt hat, kannte sie Let's Playen ja gar nicht. Überhaupt nicht. Nee. Nein. Naja, gut, okay, das ist aber auch keine Bildungslücke, würde ich jetzt mal so behaupten. Nee, nicht unbedingt. Also, es ist ja noch eine relativ neue Erscheinung, in Deutschland jedenfalls. Früher gab es ja die sogenannten Walkthroughs. Ja. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen, das ist unglaublich. Walkthroughs kennt sie auch nicht, das ist unmoderiertes Spielen im Prinzip. Da wurde das ist einfach nur, wenn jemand spielt und dadurch dann halt das Spiel zeigt. Ach, genau.
Und der sagt halt nichts dazu, sondern man hat dann, wenn man Glück hat, den Ingame-Sound und wenn man kein Glück hat, dann hat man den nicht.